is called Peace Up. Porto Santo, die kleine Schwester von Madeira. Im Atlantik gelegen, 11 Kilometer lang, knapp 9 Kilometer breit. Die höchste Erhebung ist der Pico de Facho mit 517 Meter über dem Meer. Im Fuhrhafen haben wir an einer freien Mooring festgemacht. Die Marina selbst hat nur relativ wenig Liegeplätze. Wir fühlen uns an unserer Boje sehr wohl. Eine Kontrolle mit Maske und Schnorchel beruhigt mich, denn der Betonklotz ist gut in den Hafenschlick eingesunken und die Kette ist mit großen Schäkeln an der Festmacherleine und der Ankerboje befestigt. Erst vor 2 Jahren wurden alle Mooringplätze grunderneuert. Landschaftlich wirkt die Insel zunächst karg und trocken. Fährt man aber in die Berge, trifft man auf bewaldete Flächen. Der Wassermangel macht es der Vegetation wirklich nicht leicht. So überleben nur Pflanzenarten, die anspruchslos und robust sind. Wir sehen Drachenbäume, Wacholder, Baumheide, Azorenlorbeer und an den Hängen Teppiche von Mittagsblumen und die herzblättrige Aptenia. Auch Eukalyptusbäume wachsen an geschützten Stellen. Bevor ich euch jetzt zu einer kleinen Inselrundfahrt einlade, hier einige Eindrücke aus der Hauptstadt Vila Baleira. Vila Baleira wurde 1419 von Bartolomeus Perestrello gegründet. Östlich der kleinen Stadt, ca. 2 Kilometer entfernt, befindet sich der Yachthafen. Wie auf allen Inseln in Makaronesien ist Christopher Columbus auch auf Porto Santo gewesen. Hier heiratete er die Tochter des damaligen Gouverneurs Perestrello 1479. Das kleine Museum der Insel ist im Wohnhaus von Christopher Columbus untergebracht. Heute leben die etwa 5200 Einwohner der Insel vom Tourismus und vom Fischfang. Die Fähre von Madeira verkehrt täglich. Man ist in ca. 2,5 Stunden von Funchal auf Porto Santo.
Für 2 Tage haben wir uns einen Mietwagen geleistet. Der Vermieter bringt das Fahrzeug zum Café an der Marina und so kann es sofort losgehen. Da das Wetter bescheiden ist, wollen wir uns zunächst einen Eindruck von der Insel machen. Wie froh sind wir, dass unser Mietwagen eine Rundumversicherung hat. Die Straßen hier sind oft nicht asphaltiert und enden an den schönsten Aussichtspunkten der Insel. Uns beeindrucken besonders die Felsabbrüche, die die vulkanische Urgeschichte der Insel deutlich machen. Die Seite der Insel Porto Santo ist meist unzugänglich. Genau in der Nord-Süd-Richtung hat man in die Ebene den Flughafen gelegt. Die NATO nutzt ihn mit einem kleinen Kontingent von Flugzeugen, die für die Sicherheit auf See und für die Wetteraufklärung sorgen. Natürlich landen auch täglich einige Flieger mit Touristen auf Porto Santo. Häufig sind es Flugzeuge, die auf Madeira wegen der schwierigen Wetterverhältnisse nicht landen können. Dann heißt es für die Gestrandeten Weiterfahrt mit der Fähre nach Madeira. An vielen Stellen der Insel sehen wir, dass man bemüht ist, die teilweise kahlen Hänge zu bepflanzen. Besonders geeignet scheint hier der Madeira-Lorbeer zu sein. Diese 3 Mühlen wurden im 18. Jahrhundert errichtet. Hier wurde das Getreide gemahlen. In dieser Zeit gab es viele Mühlen auf Porto Santo. Diese 3 wurden liebevoll restauriert und so zu einem wunderbaren Fotomotiv. Die Hafenanlage befindet sich auf der Südseite der Insel. Da der Wind meist aus Nord oder Nordost kommt, liegt man hier sehr gut geschützt und kann auch vor dem Hafen die große Ankerbucht nutzen. Wir zählten im Juli und August bis zu 25 Ankerlieger vor dem wunderbaren Sandstrand. Viele Besucher kommen nach Porto Santo nur wegen des 9 Kilometer langen Sandstrandes. Der weiche, goldene Sand mit nachgewiesen medizinischer Wirkung und das ganzjährig milde Klima lässt viele Touristen jährlich auf die Insel kommen. Besonders genießen wir die allabendliche Stimmung. Abseits vom oft hektischen Treiben in den Touristenhochburgen kommen wir hier wirklich zur Ruhe. Vor allem spüren wir eigentlich nichts mehr von dem selbst auferlegten Druck, immer unterwegs sein zu müssen. Wir lassen die Bilder einfach auf uns wirken. Wieder ein wunderschöner Morgen. Hier in der Ankerbucht von Porto Santo. Alle 2 Tage schmeißen wir unseren kleinen Honda-Generator an. Vor Anker oder Mooring
können wir mit unseren mobilen Solarpanelen die Batterien gut zuladen. Aber es reicht eben dann doch nicht aus. Da müssen wir einmal upgraden. Bevor die Fischer an ihren eigentlichen Liegeplatz gehen, holen sie sich Eis an dem Kranendock. Ich habe sie einfach mal angequatscht und nach Fisch gefragt. Lachend und gestenreich forderten sie mich auf, bei ihnen längsseits zu gehen. Sie hätten da was für mich. Vorstand war bei den Fischern und hat ihm eine Tüte in die Hand gedrückt. Bin ich mal gespannt, was da im Tütchen ist. Eine Tüte voller Fisch. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Ja, das werden wir gleich sehen. Ach, das sind drei, vier Stück. Vier, die gleich. Wow. Wow. Ich kann noch ein bisschen. Ganz kleinen Moment. Möhrenrohkost dabei und was ist das? Tomate, Gurke. Tomate, Gurke. Die Frachtschiffe, die die Insel Porto Santo versorgen, nutzen natürlich neben den Yachtis den Hafen und werden mit Schlepperhilfe an den Industriekai buxiert. Hier das Manöver des Zementfrachters in unmittelbarer Nähe der ankernden Yachten. Heute Morgen habe ich um 7 Uhr aus der Luke geguckt, da wir ja hier heftigen Wind haben und es unheimlich bläst, so mit in Böen teilweise über 30 Knoten. Und ich gucke da hinten so verschlafen mal raus und mal gucken, was denn da so ist. Und da habe ich gesehen, dass unser Nachbar hier, ein Engländer, der da hinten liegt, jetzt nicht mehr an der Stelle liegt, sondern der lag da, wo jetzt die gelbe Tonne liegt, beziehungsweise in der Einfahrt. Der war also schon fast auf dem Weg in den Atlantik. Ja, dann habe ich mich ins Schlauchboot gesetzt, Funkgerät umgehängt, Rettungsweste angezogen und bin mal zu ihm hingefahren. Als ich dann da war, habe ich geklopft und kam ein ganz verschlafener Engländer raus und meinte, oh, good morning. Ja, und dann habe ich ihm erstmal erklärt, wo er war. Er meinte, ja, er müsste erst seine Trousers anziehen. Und ich sollte doch schon mal an Deck kommen, damit wir dann gemeinsam gucken, was wir machen. So, und dann habe ich ihm gesagt, wir müssen eigentlich da weg, denn das ist genau in diesem Bereich hier, wo die Fähre immer dreht. Und da kann er also nicht liegen bleiben. Und wir haben dann gemeinsam die Mooring, die er ja noch vorne dranhängen hatte, haben wir abgemacht. Die ist gedroppt und die schwimmt jetzt auch da vorne. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier vorne, da ist ein weißer Fender. Die ist jetzt genau in dem Bereich, wo jetzt gleich die Fähre drehen wird. Kies hat dann auf Kanal 9 den Hafenbüro angerufen und hat denen das versucht zu erzählen. Die haben den nicht verstanden, was der wollte. Ich habe da angerufen und habe gesagt, Kinder, ihr müsst mal gucken, da ist eine Mooring mit einer Leine und einem Betonklotz unten dran. Die liegt genau in der Turning Around Area von der Fähre. Nachdem ich das Gefühl hatte, dass sie es verstanden hatten, meinten sie dann, ja, alles klar, alles klar, alles klar. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Jetzt kommt nämlich da hinten, man sieht das jetzt gleich, kommt nämlich die Fähre an. Und jetzt wollen wir mal gucken, was dann passiert. Ach, da fährt er. Jetzt kommt der Hafenmeister. Ich hatte denen nämlich gesagt, die sollten mal mit dem Boot da hinfahren und die Boje da krallen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der jetzt macht. Dann war das doch nicht so blöd, denen das zu sagen.
Er hat die aufgepickt und jetzt fährt er rückwärts, denke ich mal, und versucht die aus der Area da rauszuziehen. Denn die Fähre, die kommt da nämlich schon um die Ecke hier. Die Fähre findet das jetzt gar nicht so witzig, dass der da mit seinem Boot da in dem Dingen steht. Er kriegt sie nicht weg. Ja, das müsste aber funktionieren. Jetzt ist das Boot vom Hafenmeister direkt an der Mooring. Und da sieht man auch schön, dass er also Platz gelassen hat für die Fähre. Also hat alles gut geklappt. So, jetzt kommt das Lotsenboot und guckt sich die Mooring an. Ich denke mal, dass der den Apparat jetzt aufnimmt und dann aus der Gefahrenzone rausbringt. Diese Aktion zeigt mal wieder, dass man nicht zu blauäugig die Moorings benutzen sollte. Zumal diese Mooring keine offizielle Marina-Mooring war. Aber, wie sagen wir dann immer, es hätte ja noch mal gut gegangen. So ihr Lieben, das soll es zunächst einmal mit der Beschreibung von Porto Santo gewesen sein. Jetzt setze ich mich erstmal an den Laptop und werde euch noch etwas übers Tauchen erzählen, bevor es dann auf die Rückfahrt nach Lanzarote geht. Wenn euch die Episode gefallen hat, erzählt es ruhig weiter. Wenn nicht, behaltet es für euch. Bleibt gesund und bis bald, eure Mola Molas.